Für Mediziner sind sie wichtige Arbeitsgrundlage bei Diagnose und Therapie, die Laborwerte. Am Halleschen Universitätsklinikum werden an die Analysen hohe Anforderungen gestellt. Im Zentrallabor werden Proben aus allen Kliniken und Ambulanzen des Hauses untersucht. Bei vielen Proben, vor allem von den Intensivstationen und eben von der Notaufnahme, ist es wichtig, dass die Ergebnisse relativ schnell vorliegen. Wir haben bei bestimmten Parametern auch Turnaround-Zeiten, das heißt, wir haben die Zeit vom Probeneingang zum Ergebnis von unter einer Stunde. Andere Proben wiederum, die seltener sind, die können dann gesammelt werden. Und diese diversen Aufgaben, die müssen eben möglichst effektiv abgearbeitet werden. Das heißt, möglichst auch so, dass es einerseits schnell ist, dass wir aber auch nicht Unmengen von Personal dafür abstellen müssen. In einem Neubau wurde Ende November das neue Zentrallabor mit modernster Technik offiziell eingeweiht. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Hartmut Möllring, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist, setzte symbolisch die ersten Proben auf die automatisierte Laborstrecke. Die Uniklinik ist mit dieser automatisierten Laborstrecke hervorragend aufgestellt. Es ist nämlich die einzige automatisierte Laborstrecke, die es in ganz Sachsen-Anhalt gibt, jedenfalls in Krankenhäusern. Bei den anderen Uniklinik bzw. auch bei den Kreiskrankenhäusern und welchen auch immer. Und damit sind wir hier auf dem modernsten Stand. Für die rund 40 Mitarbeiter bringt die neue Ausstattung eine Optimierung der Arbeitsprozesse mit sich. Durch die Zentralisierung fallen teure Mehrfachvorhaltungen weg, die Verbrauchskosten insgesamt sinken. Der Sinn dieser Automation war, dass eben Aufgaben, die vorher Mitarbeiter erledigen mussten, wie wir müssen die Probe einscannen, wir müssen gucken, welche Anforderungen sind es überhaupt und an welche Geräte verteilen wir das, dass die eben automatisierter von der Technik abgenommen werden und die MTAs, die sich eigentlich um die Analysen selber kümmern sollen, die gucken sollen, sind die Tests richtig gelaufen, passt die Befundkonstellation, die sind dann frei für diese Aufgaben. Wir hatten in dem vorherigen Labor, je nachdem wie man es zählt, zwischen 13 und 17 Einzelautomaten und teilweise eben von unterschiedlichen Herstellern. Und Sie können sich vorstellen, bei den MTAs, die auch im 24-Stunden-Wechselschichtdienst arbeiten, könnte nicht jede MTA alles. Das heißt, wir hatten so ein kleines Profil, das konnte jede MTA und andere Untersuchungen, die konnten eben nur wirklich morgens im Frühdienst gemacht werden. Hier haben wir jetzt versucht, diese vielen Geräte zu konsolidieren, dass wir also weniger Geräte haben, dafür auf diesen Geräten mehr Untersuchungen laufen können und möglichst eben mit gleichen Oberflächen, also mit gleichen Testkonfigurationen, sodass auch eine MTA, die vielleicht den Test nicht ständig anwählt, aber eigentlich weiß, wie das Gerät zu bedienen ist, wenn auch mal außerhalb der Reihe so ein Test gemacht werden muss. Pro Jahr werden im Zentrallabor 2,5 Millionen Analysen für die Bereiche klinische Chemie, Gerinnung und Hämatologie durchgeführt. Finanziert wurde der Neubau durch das Land und die EU. Landesfördermittel flossen darüber hinaus in das Hämatologiesystem. Mit der neuen Technik hat das Universitätsklinikum gute Chancen, seine Wirtschaftlichkeit noch zusätzlich zu erhöhen. Mit diesen modernen Geräten kann nicht nur für die Uniklinik preisgünstiger gearbeitet werden, sondern die Uniklinik kann sich dann auch an Ausschreibungen bewerben. Und da wissen Sie, da kommt es häufig auf den Preis an. Und wenn man da preisgünstig anbieten kann, hat man gute Chancen, hier zusätzliche Einnahmequellen für die Uniklinik zu erschließen. Und das ist für die Wirtschaftlichkeit und letztendlich für die Krankenversorgung und für die Forschung eine wichtige Frage. Rund um die Uhr ist das Zentrallabor im Universitätsklinikum einsatzbereit und liefert den Ärzten täglich wichtige Grundlagen, um die Patienten optimal zu versorgen.